Die Komplexität globaler Lieferketten, die wird uns meistens erst bewusst, wenn wir so richtig unter Druck stehen. Und jetzt haben wir das mitgemacht, ziemlich häufig in letzter Zeit unter Druck zu stehen. Sagen wir mal nur Stichwort Pandemie oder Ukraine-Krieg. Wie können wir es denn aber schaffen, dass sie resistenter und langfristig erfolgreich ausgerichtet werden können? Da wollen wir ein bisschen reinschnuppern jetzt mit Philipp Becker, er ist CFO von Vision Lasertechnik und Anja Simon, CTO von LNI 4.0 oder 4.0, haben wir eben noch gesagt. Bleiben wir beim Englischen oder Deutschen, wir dinglischen ein bisschen. Ich begrüße zuerst Philipp Becker hier auf der Bühne, Fertigungsstandort Deutschland. Wir dürfen nicht abwarten, bis sich die Lieferketten selbst stabilisieren. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen am frühen Morgen der diesjährigen Tech-Tide. Und es ist ganz spannend, weil 2019 stand ich schon auf der Bühne und da ging es eben vor Corona noch darum, was haben wir im Moment für Problematiken in der Fertigung, im Mittelstand, in der Industrie. Und das waren die drei Punkte, die wir dort aufgezählt haben. Es waren einmal die steigenden Lohnkosten, die wir natürlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit haben. Wir haben einen Fachkräftemangel schon damals gehabt. Das war dann so auch die Zeit der ersten Studien, wo man überlegt hat, wo drückt der Schuh am allermeisten, wo brauchen wir in den nächsten Jahren welches Personal. Und eben auch damit einhergehend die Deckung der gestiegenen Nachfrage. Wir hatten weltweit eine steigende Nachfrage und wir haben überlegt, wie können wir das mit den beiden erstgenannten Themen irgendwie in den Griff bekommen und wie können wir diese Nachfrage decken. Das war vor Corona. Das war vor Corona, das war vor der Ukraine-Krise, das war vor den ganzen Problematiken, die jetzt neu auf uns zugekommen sind. Und ich hatte mir diese drei Punkte aus der Folie von 2019 rausgesucht. Da ging es übrigens mehr um das Thema Robotik. Da war die Überlegung, wie können wir beispielsweise einen Fachkräftemangel mit Technologie lösen? Wo kann ein Roboter Aufgaben übernehmen, die im Moment die nicht vorhandenen Personaler oder Personaler Mitarbeiter ersetzt werden können. Jetzt haben wir Corona und Ukraine hinter uns und auf einmal gibt es jede Menge mehr. Oben rechts sehen Sie einen Screenshot von einer Elektronikhandelsplattform. Das kennen inzwischen die Unternehmen massenweise. Sie haben ein Bauteil, was Sie tausendfach einsetzen und auf einmal gibt es ein Zeichen, das kannte man vorher überhaupt nicht, Verfügbarkeit null. Bei diesem Bauteil stehen übrigens sonst immer so 1,2 Millionen in der Verfügbarkeit, wenn wir nicht gerade Ukraine gestörte Lieferketten und die Covid-Folgen haben. Und das viel Schlimmere ist wahrscheinlich sogar noch, Lieferzeit ab Hersteller 20 Wochen. Es gibt dort teilweise übrigens noch viel längere, da steht dann manchmal sogar 64 Wochen oder 80 Wochen. Etwas, was für ein elektronisches Bauteil, ich kann es verraten, in diesem Fall ist das ein Teil von Texas Instruments, also das, was man auch regelmäßig in Börse für 8 und in der Tagesschau sieht. Ich habe sogar gezielt nach Artikeln von Texas Instruments gesucht, weil man dann eben diese langen Lieferzeiten hinbekommt. Das sieht man immer mehr. Nämlich auf einmal sind viel mehr Begriffe dazugekommen. Rohstoffverknappung. Das kannten wir überhaupt nicht. Das kannten wir vielleicht bis 1989 in den neuen Bundesländern, aber wir kannten es hier nicht. Wir lebten wirklich in einer tollen Zeit, wo man eigentlich fast alles in ausreichender Menge bekommen konnte. Cybersicherheit ist nicht wirklich neu. Davor werden wir schon seit Ewigkeiten und vielen, vielen Jahren gewarnt. Aber auf einmal kommt es gefühlt näher. Ich möchte jetzt hier nicht über die IHKs Witze reißen, aber die haben es gerade ganz besonders erlebt, wie es auf einmal ist, wenn E-Mail-Systeme nicht mehr funktionieren, man remote nicht mehr auf den Server zugreifen kann und auf einmal eine Unternehmung eigentlich stillsteht. Das Thema Nachhaltigkeit auch nicht wirklich neu, aber auf einmal erhöht sich ein bisschen der Druck im Bereich der Nachhaltigkeit. Wir spüren es auf einmal. Früher konnte man sagen, ja, von dem Thema habe ich schon mal gehört, jetzt schiebe ich es einfach aber mal zur Seite, ich habe dafür noch gar keine Zeit. Auf einmal, verbunden mit allen anderen Problemen, kommt das eben auch noch mit dazu. Und daraus entsteht etwas, was wir die letzten 30 Jahre ganz bewusst forciert haben, nicht zu machen, nämlich die Deglobalisierung. Wahrscheinlich wird das irgendwann das große Unwort des Jahres, aber aktuell geht es eben darum, wie kann ich meine Lieferketten so straffen, dass ich eben etwas lokalpatriotischer alles mache. Ich möchte meine Lieferanten ganz gerne in nahe erreichbarer Nähe haben. Ich möchte sie eigentlich am liebsten um die Ecke haben und das eben verbunden mit den anderen Sachen sind aus diesen drei Punkten dann auf einmal sieben geworden, die uns alle unter ganz große, große Sorgen und Probleme stellen. Lösungswege ist natürlich jetzt ganz, ganz leicht, in 15 Minuten zu sagen, so, ich habe die Lösung für stabile Lieferketten, habe ich nicht, kriegen Sie heute nicht, bleiben Sie bitte trotzdem hier, ich erkläre Ihnen auch gleich, warum ich Ihnen das nicht sagen kann.
Aber es gibt eigentlich Basics, die schon in Lehrbüchern vor 30 Jahren der Hochschulen standen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir ein Stückchen weit vergessen haben, weil es uns einfach ein bisschen zu gut ging. Der erste Punkt, Verträge und detaillierte Absprachen, die gibt es eigentlich überhaupt nicht mehr in der Industrie. Jeder, der aus dem Bereich zum Beispiel Automobilzulieferer kommt, der kennt es, wie funktionieren die Geschäfte. Ich werde vielleicht im besten Fall einmal im Jahr eingeladen zu meinen Kunden, dann gibt es Preisverhandlungen, dann gibt es vorher lange Lastenhefte, die arbeite ich durch und dann sage ich, ja, ich erfülle das Lastenheft, das ist mein Preis, möchtest du es haben? Das ist keine detaillierte Absprache, das sind keine transparenten Verträge, das ist keine Zusammenarbeit, so wie wir sie heute wahrscheinlich eigentlich brauchen. Nämlich das nächste oder der vorletzte Punkt, den letzten Punkt nehme ich erstmal noch einmal. Teaming und Zusammenarbeit ist da unheimlich wichtig. Was passiert jetzt im Moment? Wir verlassen uns auf unsere Zulieferer. Und der Zulieferer sagt auf einmal, vielleicht eine Woche bevor ich meine Deadline habe, meinen wichtigen Liefertermin, tut mir leid, ich kann leider nicht liefern, es verschiebt sich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, nehmen wir das Beispiel von Mauser da oben, um 20 Wochen. Hätte ich das mit Transparenz und Teamwork hinbekommen? Wahrscheinlich ja. Nämlich, wenn ich wirklich mit meinen Lieferanten und auch mit meinen Kunden spreche, dann habe ich ganz gute Möglichkeiten, diese Lieferketten schon mal ein bisschen zu entspannen. Das klingt jetzt unheimlich leicht, ist aber tatsächlich wahrscheinlich einer der Hauptpunkte. Jetzt kann man sich aber natürlich sagen, wie soll der Elektroniklieferant da oben eine detaillierte Absprache mit 1,2 Millionen Kunden auf der ganzen Welt schaffen? Das ist wahrscheinlich erstmal unmöglich. Im klassischen Weg, so wie wir bisher unsere Gespräche geführt haben. Darum möchte ich heute Sie vielleicht etwas utopisch, weil wir im Moment noch nicht so weit sind, aber mal auf einen neuen Lösungsweg mitnehmen, den wir uns gemeinsam angucken können. Das hier ist die klassische Geschäftsbeziehung, so wie im Moment unsere Supply Chains funktionieren. Wir sind jetzt hier oben der Kunde, wir sagen jetzt mal, wir sind derjenige, der am Ende das Produkt dann vielleicht sogar zum Customer, aber vielleicht zumindest Business to Business verkauft und ich habe Tier 1, Tier 2, Tier 3 verschiedene Lieferanten. Im Normalfall, da werden Sie mir wahrscheinlich recht geben, haben Sie eigentlich Kontakt mit dem dort, mit Ihrem Hauptlieferanten. Das können jetzt auch mehrere sein, das ist jetzt nur eine Lieferkette, die ich dargestellt habe. Ich habe Kontakt zu meinem Hauptlieferanten. Was hier hinten passiert, bekomme ich gar nicht mit. Ein Hauptproblem in meiner Lieferkette erkenne ich dann, wenn er es mir meldet. Alles, was davor passiert, das bekomme ich einfach überhaupt nicht mit. Und das ist im Moment das allergrößte Problem. Und bisher konnten wir, ich sage immer ganz gerne, wir waren da sehr fett und faul. Uns ging es gut, irgendwie haben die Lieferketten funktioniert, die Kunden waren glücklich, ich hatte zwar etwas längere Lieferzeiten, machte aber nichts, der Kunde kannte es gar nicht anders. Nehmen wir mal das Beispiel, wir sind Automobilland. Wir wussten bisher, wenn wir ein neues Auto bestellen, das ist nach spätestens 4-5 Monaten da. Ich habe im Oktober letzten Jahres bestellt und habe einen Liefertermin im Mai nächsten Jahres. Und ich habe gehört, ich bin noch nicht der, der am längsten warten muss. Und mir wurde auch schon gesagt, vielleicht wird es auch gar nicht im Mai nächsten Jahres. Man weiß es nicht so genau. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass die großen Automotives nicht in der Lage sind, ihre Lieferketten komplett zu kennen und auch nicht komplett zu kontrollieren, dann ist das eigentlich sehr, sehr tragisch. Nämlich, wie soll es dann der Mittelständler schaffen mit seinen 10 bis 100 Mitarbeitern? Der hat unmöglich die Möglichkeit, einen strategischen Einkauf aufzubauen, wie es die Automotors machen. Könnte man sagen, okay, ist das gesamtwirtschaftlich vielleicht auch nicht so ganz entscheidend, ob der kleine Mittelständler es schafft? Doch, weil der kleine Mittelständler ist hier und das hier ist die Automotive-Industrie. Und so funktioniert es, ist auch gut, dass es so funktioniert, aber auch der kleinste Mittelständler, vielleicht sogar nur mit 5 Mitarbeitern, ist ganz entscheidend zuständig für diese Lieferkette, die im Moment leider nicht ganz so gut aufgebaut ist, wie wir uns das eigentlich wünschen. Eine Überlegung ist jetzt, Moment, okay, wir machen erstmal das hier, wie funktioniert bisher der Einkauf? Kennt jemand von Ihnen, wie Einkauf, wie Vertragsverhandlungen sowas funktionieren? Ganz klassisch sieht das im Grunde so aus. So werde ich als Lieferant beurteilt. Das heißt, ich sage jetzt, ich bin ein sehr guter Zerspanungsbetrieb, ich kann jetzt ganz besonders zersparen, ich möchte ganz gerne zukünftig auch einen anderen Maschinenbau oder Automotive beliefern. Das heißt, ich bewerbe mich bei einem Unternehmen, dort wahrscheinlich im Einkauf, und dann geht es erstmal los. Ich werde richtig abgefragt. Nach Kriterien wie Standort, Kapazität, was für Technik setze ich ein, was für Eigenschaften habe ich dort. Also, wir müssen das jetzt hier nicht alles lesen, das hier ist auch nur ein kleiner Ausschnitt. Danach darf ich dann auch nochmal einen Lieferanten-Fragebogen
Fragebogen ausfüllen. Der wird mir dann zeitweise als nicht ausfüllbares PDF zugeschickt. Das heißt, ich drucke es aus, ich schreibe es händisch ein, danach schiebe ich das in den Scanner und muss es auch gestempelt und unterschrieben dann an den Kunden wieder zurückschicken. Das ist okay, weil die haben genügend Personal, was das dann aus dem Analogen in SAP beispielsweise wieder abtippt. Und das wird dann auch nochmal, wir haben es vorhin gehört, wahrscheinlich dreimal ausgedruckt, damit man stempeln kann. Das hatte Herr Friedrich uns vorhin gezeigt. So läuft das jetzt im Moment. Und das hat sich auch noch nicht ganz so geändert. Auf der linken Seite sehen wir zumindest schon mal eine Eingabemaske, wobei ich auch nicht sicher weiß, wie diese Eingabemaske dann auf der anderen Seite bearbeitet wird. Ich befürchte manchmal, es kommt dort einfach per E-Mail an strategischeeinkauf@company dann an und wird dann vielleicht gedruckt und dann digital in SAP abgetippt. Meine Überlegung ist jetzt aber eine andere, weil wir eben das Hauptproblem haben, dass wir in diesen Feldern eigentlich nur kommunizieren. Das heißt, wir kommunizieren direkt mit unserem Tier 1 oder mit unserem direkten Zulieferer, der kommuniziert dann wieder mit seinen Zulieferern. Das ist wahrscheinlich nicht so der ganz richtige Weg, den wir dort gehen wollen. Was wäre denn, wenn wir das Konstrukt ein bisschen anders aufbauen würden? Der Übersichtlichkeit habe ich das jetzt horizontal aufgebaut, man könnte es aber auch rund aufbauen in jeder anderen Form, wenn wir eine vollumfängliche Kommunikation haben. Das heißt, wenn ich als, ich nenne mich jetzt erstmal Endkunde oder zumindest als letzte Stufe for Business to Customer mit allen vorherigen Zulieferern kommunizieren könnte. Jetzt könnten Sie vollkommen zu Recht sagen, das will ja niemand. Stimmt. Denke ich auch genauso. Ich habe auch kein Interesse, dass beispielsweise meine Endkunden oder meine Kunden Kontakt haben zu meinem Tier 3 oder dass mein Tier 1 möchte auch nicht, dass ich Kontakt habe zu seinem Vorlieferanten. Das ist vollkommen in Ordnung. Es geht dabei um Vertragswerke, es geht dabei um Einkaufspreise und natürlich hat mein Lieferant wenig Interesse daran, dass ich weiß, was er für Margen hat, weil das würde die nächste Preisverhandlung natürlich für ihn deutlich schwieriger machen, wenn ich ihm ganz genau sagen kann, was er für Margen und Kosten hat. Aber wir leben im Jahr 2022. Wir haben heute genügend technologische Möglichkeiten, wie man ein solches Konstrukt aufbauen kann, ohne dass diese Datentransparenz so weit ausufert, dass jeder über den anderen Bescheid weiß. Und diese Technologie beispielsweise ist nicht neu. Wir haben sie schon sehr, sehr lange, aber wir nutzen sie in diesem Bereich einfach nicht. Was unter anderem auch daran liegt, und da freue ich mich gleich sehr auf Anja Simon, weil das genau das Thema ist, um das es dort geht, weil uns häufig noch Standardisierungen fehlen. Ich möchte noch mal erinnern, das war so Ende 2005, 2006, da wurden sehr viele automobile Zulieferer in Deutschland von ihren Hauptkunden gezwungen, ein ERP-System eines Herstellers einzuführen. Das waren nämlich so die ersten Überlegungen, wo man gesagt hat, wie kriegen wir eine Datentransparenz hin? Und das geht natürlich am besten, wenn Standards fehlen, indem einfach alle mit der gleichen Software, mit standardisierten Schnittstellen arbeiten und am besten sogar der Kunde jederzeit die Möglichkeit hat, auf die Lieferdaten zuzugreifen. Das haben viele Firmen gemacht, aus Angst einfach diese Kunden zu verlieren. Die haben 10, 12 Jahre ihre Darlehen abbezahlt, weil eine solche ERP-Einführung, die kann auch durchaus mal 1 Million Euro kosten. Die haben lange ihre Darlehen bei den örtlichen Sparkassen bezahlt und die Umsätze, die gewünscht waren, Umsatzsteigerung, die sind gar nicht erfolgt. Wenn ich jetzt heute zu diesen Firmen gehen würde und würde sagen, ich habe ein ganz tolles neues Konzept, wir wollen die Lieferketten stabilisieren, wir möchten eine Datentransparenz, dann sagen sie, vielen Dank, möchte ich nicht. Ich habe gerade die letzte Rate bezahlt für die letzte ERP-Einführung. Das mache ich nicht nochmal mit. Das heißt, die Überlegung ist jetzt, um eine solche Utopie möglich zu machen, und wir brauchen sie alle ganz, ganz dringend, ist, wie bekomme ich das hin, ohne dass ich jetzt gängeln und drücken muss und als Kunde meine Lieferanten dazu zwingen muss, dass ich eben ein solches einheitliches System hinbekomme, mit dem alle gemeinsam arbeiten können. Und das ist die Standardisierung, die wir benötigen. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, das ist jetzt nur mal ein Ausschnitt aus unserem MES bei uns, wir haben alle Informationen da, die unsere Kunden eigentlich haben wollen. Ich will denen nicht alles geben. Es spielt jetzt gar keine Rolle, welcher Zerspaner an welcher Maschine was gefertigt hat. Darum geht es nicht. Aber es wäre gut für den Kunden zu wissen, meine Anlage, die ich bei Vision als Maschinenbauer bestellt habe, die wird pünktlich kommen, weil das System ja schon gesagt hat, es ist alles in der Zeit. Es wird liefern. Das heißt, ich liefere nicht, welche Artikelnummer wurde wann an welcher Maschine produziert, sondern ich gebe an den Kunden automatisiert, ungefiltert und auch von denen nicht manipuliert die Informationen weiter, ja, deine Maschine kommt rechtzeitig. Oder sie wird vermutlich eine Verzögerung haben von 1, 2, 3 Wochen, Monaten
Gott sei Dank sind es im Moment keine Jahre, aber es sind schon längere Verzögerungen. Das ist aber für den Kunden in Ordnung, weil dadurch haben wir wieder eine Planung, wir haben eine Datentransparenz und können dadurch eben auch Lieferketten deutlich stabiler machen. Und diese Systeme, das hier ist jetzt ein System, das ist sogar schon sehr, sehr viel älter, da können wir sogar schon sehen, wo befindet sich die Ware im Moment. Nämlich wir haben ja nicht nur das Problem mit Rohstoffverknappung, wir haben im Moment auch riesengroße Probleme in den Logistikketten. Ich weiß teilweise überhaupt nicht, wo sich die Ware im Moment befindet. Ich habe vielleicht von DHL Global Forwarding die Meldung bekommen, der Container wurde geladen. Aber wo ist der Container im Moment? Ist der schon im Hafen oder steht er noch in einer langen Schlange vor Helgoland? Das sind übrigens die meisten Container. Also wenn Sie nicht genau wissen, wo Ihre Container sind, höchstwahrscheinlich knapp vor Helgoland. Sie haben aber nicht die Möglichkeit, dort selber zu entladen. Also Sie müssen warten, bis es tatsächlich hier ankommt. Und so hätten wir dann eben die Möglichkeit, was Ganzheitliches zu schaffen. Und was eben übertragen wird, sind rein Daten, die dann auch ja, anonymisierter sind. Und diese Überlegung, 15 Minuten sind sehr, sehr kurz, darum mussten wir das klein nehmen, aber ich möchte gerne auch mit Ihnen darüber sprechen, wenn Sie sagen, da und da sehe ich Probleme, das und das können wir machen, sprechen Sie mich darauf an, das aber schon mal als erste Idee. Jetzt freue ich mich darüber, dass wir Anja Simon extra aus München hierher geholt haben. Ist auch nachhaltig, danke, dass Sie gerne dazukommen. Aus LNI 4.0 wurde schon angekündigt und das Interessante ist dort geht es gerade genau um diese Standardisierung, die wir für das ganze Projekt brauchen und darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank, Philipp. Ja, ich bin zwar aus München angereist, aber ich habe tatsächlich aus Hannover einen Use Case mitgebracht, den können Sie im Nachgang sogar hier mit angucken. Vor der Tür steht der Container oder der Track und da lade ich Sie aber gleich mit ein. Was der Philipp Becker gerade sehr deutlich erzählt hat, so im Überblick, konnte ich, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, am eigenen Leib erleben. Ich bin frisch erholt zu einem Lieferanten gegangen, das ist ein Zulieferer für Schaltschränke. Hatte bei dem schon lange den Termin vereinbart, weil wir über das Thema einheitliche Daten, einheitliche Datenformate, Digitalisierung und so weiter sprechen wollten. Kommt zu ihm hin, der erste Satz, den er mir sagt, Frau Simon, jetzt wollen Sie auch noch den CO2-Footprint von unseren Produkten haben. Als wenn wir nicht eigentlich noch andere Probleme haben, nämlich Probleme in unseren Lieferketten, die gerade sehr, sehr unzuverlässig geworden sind, sehr brüchig geworden sind. Wir müssen jeden Tag neu arrangieren und so weiter und so fort. Das interessiert überhaupt gar keinen. Nein, mein Hauptkunde, jetzt nicht genannt, in welcher Branche der unterwegs ist, möchte ganz gerne den CO2-Footprint von meinen Produkten haben. Okay, habe ich gesagt, gucken wir uns mal in Ruhe an und überlegen einfach mal, was es da für Lösungen gibt. An der Tür, am Türrahmen zum Geschäftsführerbüro tippelt der Einkäufer und sagt, Chef, gut, dass ich dich jetzt gerade mal treffe. Also das mit den Lieferketten, das ist echt ein Desaster. Gestern haben wir erst unsere Schrauben, die wir eben halt brauchen, neu arrangieren müssen mit einem Lieferanten. Wir mussten eben halt einfach schauen, welche Qualität und welche Größe und so weiter und so fort andere Schraubenlieferanten liefern können, weil unser Lieferant eben halt in Verzug gerät. Heute meldet sich derjenige mit den Plastikgehäusen ab. Er hat selber Zulieferprobleme, das, was der Philipp Becker vorhin erzählt hat. Er hat selber Probleme und braucht ganz einfach mehr Zeit, kann ich liefern und damit hängt unsere Produktion eben halt auch. So, und wenn ich es nicht vergesse, kann ich sogar weiterschalten, genau. Da haben wir ihn. Den Geschäftsführer haben wir gesprochen, der Lieferant kam, der Einkäufer kam daher und hat eben halt erzählt, dass er immer größere Schwierigkeiten hat, A, Lieferanten zu finden und B, das auch, was Philipp Becker vorhin erzählt hat, sogar die Vergleichbarkeit herzustellen. Was kauft man denn da eigentlich wirklich ein? Also A, ist der Lieferant natürlich Sevent, aber das andere natürlich, was genau brauchen wir denn tatsächlich? Welche Beschreibungen gibt es dort? Sind die Beschreibungen standardisiert für unsere Schrauben, die wir da an der Stelle brauchen? Oder sind es eben halt die Gehäuse aus einem gewissen Material und so weiter und so fort? Und das sind immer elendlange Verhandlungen, weil jeder Lieferant liefert das in einem anderen Datenformat in einem anderen Verhältnis, in einer anderen Angabe und so weiter und so fort. Und dann betreibt der Einkauf Jugendforscht. Gut, dann sind wir also schon zu dritt. Wir gehen, Geschäftsführer, Einkäufer, Anja Simon, gehen mal rüber in die Produktion. Auf dem Weg dahin fängt uns die Lady vom Engineering ab. Hat das letzte mitbekommen mit dem Thema
Einkaufs- und Lieferantenwechsel. Da standen die Haare nicht vom Friseur, sondern so zu Berge. Und sie sagte eben halt, fein, Lieferantenwechsel, via neue Produkte, via neue Materialien, die muss ich alle wieder einpflegen, die muss ich alle wieder überprüfen, die muss ich in mein CAD-System mit reinbringen. Eine immense Arbeit, vor allen Dingen, weil alles in unterschiedlichen Datenformaten kommt. Wir müssen alles adaptieren, kompatibel machen, überführen und so weiter. Da haben wir erstmal ein paar Werkstudenten, die machen Jugendforscht, um eben halt das alles zu transferieren. Jo, naja, dann sind wir schon mal zu dritt, gehen also, oder zu viert in dem Fall sogar schon, gehen weiter an der Produktion, am Produktionstor empfängt uns der Produktionsleiter. Mordskerl, Helme auf. So, ihr redet hier davon, dass ihr die Lieferanten wechselt, ihr redet davon, dass ihr eure CAD-Probleme oder eure CAD-Systeme anpassen müsst, aber wisst ihr, was das für in der Produktionsumstellung jedes Mal bedeutet? Ich weiß nicht, was da kommt für Material, ich kann das nicht einfach so reinschieben und in die Produktion schieben und hin kommt dann 95% Ausschussware raus. Ich muss erstmal Probeläufe machen, weil mir die Informationen einfach fehlen, weil mir die Daten fehlen, weil ich nicht weiß, was ist das für ein Material, ist es genau in der Qualität, die ich eben halt brauche. Und ich muss jedes Mal eben halt immensen Aufwand betreiben, um dann eine hohe Qualität, die wir da vereinbart haben, gegenüber unserem Kunden eben halt auch abliefern zu können. Ja, über der Produktion gab es da so eine schöne Bühne, oben stand die Lady vom Versand. Natürlich, wenn dann so ein Pulk daherkommt, erzeugt das Aufmerksamkeit, schwupps, sie dann auch nochmal die Treppe runter, auch nochmal ihr Thema dazu gepackt. Was aber ganz interessant war, sie sagte, ihr redet alle nur über die Eingangsseite. Eingangsseite, was kommt rein in die Produktion? Erinnert euch an das Bild von dem Philipp Becker, dass eben halt eine Produktion aus vielen Stationen besteht. Was kommt rein? Aber ich als Versand muss eben halt an die Kunden abliefern. A, natürlich gute Produkte, qualitativ hochwertige Produkte, aber eine immense Dokumentation. Und jeder Kunde will es in einem anderen Format haben. Jeder Kunde will es anders angereiht haben. Jeder Kunde möchte irgendwie seine eigenen Formate dort abgeliefert kriegen, die er wieder in seine eigene Kette, in seine Supply Chain mit einfliegen kann und in seine Systeme. Die Lady war sichtlich genervt. Sie sagte dann nur, sie träumt schon abends von und nachts von Datenformaten und da wünscht sie sich ganz ehrlich mal eine Lösung. Damit es noch richtig schön sattelfest wird, hat die ganze Zeit im Hintergrund ein junger Mann gestanden, etwas lässig, Hände in den Taschen, etwas lässig und überlegte so ein bisschen, kam dann mal ran und sagt, ihr redet von einheitlichen Datenformaten. Ich bin hier der Servicetechniker. Ich werde angerufen, wenn ich dann beim Kunden irgendwas schief läuft und ich hätte ganz gern doch mal ein Format beziehungsweise ich hätte doch ganz gern mal Informationen, wenn ich vor dem Teil stehe, vor der Komponente stehe, weiß ich manchmal nicht, was sind die Zulieferteile, wo kommt es her, wie beschreibe ich die, aber der Kunde steht daneben und fordert in Sekundeneile, dass ich eine Lösung finde, das Problem identifiziere, eine Lösung finde und dann eben halt weitermachen kann. Wenn ich jetzt tatsächlich ein Datenformat hätte, in dem alle Komponenten gleichermaßen nur gleich beschrieben wären, dass ich weiß, wo ich reingucken kann, dann wäre für mich, sagt der Servicetechniker, Weihnachten, Ostern zusammen. Ja. Damit war schon mal die Zielsetzung klar von diesem Termin. Und dann sagte eben halt der Geschäftsführer zu mir, es sind so viele unterschiedliche Daten, die immer gefordert werden, während der Lieferkette, vor der Lieferkette, an den Kunden ran und so weiter und so fort, die aber irgendwie alle etwas Gemeinsames haben. Sie drehen sich um unsere Maschinen und um unsere Produkte. Und wie ermittle ich jetzt darauf noch zusätzlich den CO2-Abdruck für das Produkt? Das sind ja alles noch zusätzliche Daten, die ich aus den Produktionen eben halt noch mit abziehen muss. Gäbe es denn dort nicht eigentlich mal, das ist die Idee, ein Datenmodell, was sich einfach oben drüber legt, also nicht meine eigenen Daten, mein MES-System, die Ressourcenplanung und so weiter, sondern einfach mal ein System, was sich oben drüber legt, quer oben drüber legt und nur die relevanten Daten abzieht, die dann eben halt weitergegeben werden, entweder in Form eines CO2-Fußabdrucks oder in Form von relevanten Produktdaten, die an den nächsten Lieferanten, an den nächsten Produktionsschritt dann eben halt weitergehen. Das wäre doch eigentlich mal so eine Idee, denn das haben wir vorhin auch gehört von dem Philipp Becker. Keiner ist bereit, sich bis auf den Grund runter seine Systeme abzuändern, neue Systeme zu implementieren, sich damit in eine Abhängigkeit zu begeben, die letztendlich den Mehrwert nachher auch nicht bringt. Ja, so ein Datenmodell, solche Ideen gibt es. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern sogar in der Welt. Und zwar bestehen die wirklich daraus, dass egal wie vierstufig die Lieferkette erscheint,
diese Lieferkette produzieren kann, wie sie das heute auch schon gemacht hat, aber in ein übergeordnetes, ich nenne es mal Metadatenmodell, was sich wie so ein Schirm oben drüber legt, in ein übergeordnetes Datenmodell genau die Daten reinspeist, vordefiniert, die eben halt benötigt werden, um sie halt weiter in der Lieferkette weiterzugeben. Dann kommen natürlich von den unterschiedlichen Herstellern in verschiedenen Stufen die Daten jeweils auch dazu. Und der Kunde, egal was er dann hinten dran hat, ein Fahrrad, ein Auto, Schaltschrank und so weiter und so fort, erhält dann diese Daten in einem vorgefertigten Format, einheitlichen Format, was er dann bei sich auch weiterverwenden kann. Und das sind nicht unterschiedliche Formate für den einen Kunden, für den anderen und für den dritten, sondern sind wirklich einheitliche Formate. Und diese Daten, die, wie gesagt, die notwendigen sind, die abgezogen werden müssen, werden eben halt in diesem Metadatenmodell ausgetauscht. Die Idee besteht nicht nur seit kurzem, sondern schon seit längerem. Und dieses übergreifende Datenmodell in Deutschland wird es Verwaltungsschale genannt. Das ist ein bisschen sperriger Begriff, der ist ganz ehrlich tatsächlich auch an einen Stammtisch mal entstanden, aber Interimsnamen prägen sich am meisten ein. Englisch ist es die Asset Administration Shell. Ist nichts anderes, als dass dieses gemeinsame Metadatenmodell über alle diese Informationen gelegt wird und in gemeinsamen Strukturen letztendlich die Daten auffasst. Es ist ein Lieferdatenmodell über die gesamte Kette. Sie müssen Ihre Daten nicht ändern, Sie müssen Ihre Systeme nicht ändern und so weiter. Sie haben Schnittstellen in dieses Metadatenmodell rein. Und was wir damit erzeugen können, ist letztendlich, dass Sie einfach diese Transparenz, die der Philipp Becker vorhin angesprochen hat, dass Sie diese Transparenz bekommen, die Sie brauchen, um zu wissen, was ist die Qualität für meine Produkte, was ist aber auch die Qualität, die an meinen Maschinen benötigt werden, was sind zusätzliche Angaben, heute ist der CO2-Footprint, den die Maschinen erzeugen, der wird eben halt mit abgelodet, wird reingegeben, wird weitergegeben an den nächsten Produktionsschritt, was sind irgendwelche anderen Daten, die morgen vielleicht benötigt werden, um eben halt nachhaltig Produktion weiter umzusetzen und so weiter, das kann letztendlich alles darüber abgefasst werden und dokumentiert werden. Und Sie müssen nicht in diesen unterschiedlichen Formaten jedes Mal Jugendforsch betreiben und übersetzen. Das ist das Prinzip von der Verwaltungsschale. Wer erzählt das? Mein Name ist Anja Simon. Ich bin für den Bereich Labs Network für Industrie 4.0 unterwegs. Wir sind ein vorwettbewerblicher, gemeinnütziger Verein. Wir kriegen keine Verkaufsprämien auf die Verwaltungsschale, sondern wir tragen das Thema Metadatenmodell, Digitalisierung übergreifend über Shopfloors, nicht nur im eigenen Produktions-Shopfloor, sondern übergreifend über mehrere Shopfloors in den deutschen Markt rein, in die deutschen KMUs rein, gleichermaßen in Niedersachsen wie in Bayern oder in anderen Bundesländern. Und da kann ich Ihnen jetzt eigentlich nur empfehlen, wir haben in Niedersachsen eine wunderbare Installation, steht draußen vor der Tür im Track, dass Sie da einfach mal vorbeigucken beim Mittelstandszentrum Digital. Wir haben natürlich als LNI, Labs Network für Industrie 4.0, noch weitere Testzentren, die wir bei uns im Netzwerk drin haben, das sind sogenannte assoziierte Testzentren, unterschiedlichste Anwendungsfälle für Digitalisierung, für Industrie 4.0, unterschiedlichste Ausprägungen, unterschiedliche Branchen werden dort adressiert, also es geht hier nicht nur um Automotive, es geht nicht nur um einfache Lieferketten, sondern es geht wirklich auch um sehr, sehr viele verschiedene Lieferketten und Ausprägungen und da können wir Sie einfach mal einladen, kommen Sie da an der Stelle mal vorbei, schauen Sie mal rein, es ist unverfänglich, vorwettbewerblich, Sie müssen nichts bezahlen, Sie kriegen auch keinen Sales-Vertrag von uns und so weiter und so fort, Sie können einfach vorbeikommen. Und wir betreiben natürlich auch eigene Testbeds, die wir intensiv mitbegleiten, mitbetreiben und ich erwähnte es eben schon, das Mittelstandszentrum Digital in Hannover, heute auch hier vertreten auf der Messe, bietet da eine wunderbare Installation an. Ich bin da ganz ehrlich, ich begleite diese Installation seit über einem Jahr jetzt. Es macht riesen Spaß, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Wir haben uns auch schon blaue Flecke geholt. Also es ging nicht immer alles glatt, aber das gehört zum Leben dazu. Und selbst diese blauen Flecken, die haben wir aufgelistet und können letztendlich darüber sprechen, was kann man durchaus vermeiden. Was sollte man auslassen? Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial und so weiter? Also das haben wir letztendlich auch alles mit aufgelistet. Ja,
Eine kleine Werbeeinheit, Labs Network für Industrie 4.0, ist eine Community getrieben. Was wir anbieten, sind über 120 Use Cases, die wir schon durchexerziert haben. Wir haben diese Testbeds und Labs, mit denen wir assoziieren. Wir führen Workshops durch und tatsächlich sogar Plugfests, also mit der Hand am Arm tatsächlich Techniken zusammenzusetzen. Wir haben separate Meetings und Webinare, die wir mit begleiten. Durchaus auch mal Auftritte, so wie diesen heute. Wir haben ein eigenes Knowledge Transfer Event, was nach Corona jetzt endlich wieder zum Leben gerufen wird, weil das ist tatsächlich eine On-Site-Veranstaltung. Wir bieten einen Newsletter und eine Website, was Vereine normalerweise so machen. Und wir sind offen für jeden, der mitmachen will, der Interesse hat, der diskutierfreudig ist. Und wir freuen uns da auf Feedbacks. Nochmal, wir sind neutral, vorwettbewerblich, eine Non-Profit-Organisation und öffentlich. Das ist unser Auftrag. Gut, mein Gesicht sollte zu dem Foto passen, das bin ich. Ein ganz, ganz kleiner Hinweis nur, ich bin eigentlich angestellt bei der Firma Siemens, bin aber eine Vollzeitabstellung in diesem Verein Labs Network für Industrie 4.0 und deswegen bitte nicht orientieren lassen, wir wollen einfach unsere kleinen Mitgliedsbeiträge, die wir tatsächlich kriegen, nicht in ein E-Mail-System verwenden, sondern haben einfach gesagt, wir bringen alle unsere E-Mail-Adressen mit. Das ist der Hintergrund. Das ist die kleine Verwirrung, die ich am Ende mal ein bisschen auflösen möchte. Gut, das war mal das Thema Lieferketten. Wir machen mit einem Metadatensystem natürlich die Lieferketten nicht einfacher. Wir machen sie nicht stabiler. Es werden immer noch Lieferanten wegbrechen, die nicht liefern können und so weiter. Wir machen sie aber transparenter und damit resistenter gegen Änderungen. Und das wäre unser Vorschlag für die Lieferketten. Jetzt bin ich fertig, habe aber noch ein paar Fragen an den Philipp Becker, weil ich finde es wunderbar, dass ich einen Geschäftsführer hier auf der... Wir müssen tauschen, wurde uns gesagt, weil genau ich sonst blau werde. Administrativen Punkten wegen des Beamers. Ist das so okay? Muss ich mal kurz in die Regie gucken? Ich muss weiter rüber. Gut. Okay, ich habe durchaus noch ein paar Fragen an den Philipp Becker als Geschäftsführer. Ich gehe mal hier rüber, das ist sonst ein bisschen zu dicht. Dann rede ich lauter, dann verstehen die anderen das auch besser. Philipp, wenn du das hörst mit diesem Metadatenmodell, was macht denn KMUs oder welchen Einstiegspunkt gäbe es denn für KMUs? So ein Metadatenmodell ist ja erstmal ein bisschen erdrückend, das ist ziemlich komplex, ziemlich umfassend, umgreifend. Was wäre deine Empfehlung als Einstiegspunkt für KMUs? Meine Sorge ist immer, dass man jetzt die nächste Sau durchs Dorf jagt. Genau. Wir haben angefangen mit den Begriffen Industrie 4.0, die kaum greifbar waren für die meisten Unternehmen. Mhm. Dann ein bisschen abgeschwächt schon mal den Bereich Digitalisierung vorgeschoben und immer gesagt, den Finger nach oben, wenn du nicht mitgehst, dann wirst du hinten runterfallen. Wir haben es vorhin sogar hier bei der Eröffnung gehört, es wird langsam eng, wir müssen was machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil KMUs haben eben das Problem, die müssen sich selber, die haben ihr Tagesgeschäft, was natürlich jetzt gerade aktuell nochmal deutlich schwieriger ist. Ja, der Mitarbeiter ist nicht verfügbar oder ist krank und ich kann den nicht kriegen und dann habe ich das Problem mit den Lieferketten. Der Zeitpunkt hierfür ist eigentlich unglaublich schlecht im Moment, das muss man ganz ehrlich sagen. Andererseits, die meisten Firmen haben extrem digitalisiert in der letzten Zeit, ohne es überhaupt wirklich wahrgenommen zu haben. Wenn auf einmal die Firmen in der Lage sind, bei sich auf dem Server Teams zu installieren und die Mitarbeiter Teams-Meetings machen, könnte man jetzt böse sagen, das ist keine Digitalisierung. Doch, für die Firmen häufig schon. Ja. Die Software hat zwar nichts gekostet, aber auf einmal hatte ich Schulung. Ich musste Webcams und Headsets für die Mitarbeiter kaufen, teilweise auch in großen Mengen. Das ist Digitalisierung. Mhm. Wenn ein Laden auf einmal beschließt, Als Erfahrung aus dem Lockdown, ich fange jetzt mit Online-Vertrieb an, dann ist das Digitalisierung. Und zwar hat auf einmal diese Firma beschlossen oder der Laden beschlossen, ich stelle mein gesamtes Geschäftsmodell um, ich habe auf einmal auch E-Commerce. Man könnte jetzt lächeln darüber, aber es wäre der falsche Weg. Nämlich, es wurde schon sehr viel Digitalisierung gemacht. Jetzt kommen wir aber mit einem neuen Thema, ohne die anderen vorherigen Themen schon abgeschlossen zu haben. Und da ist eben meine Sorge, ab wann überlaste ich die Unternehmen? Und es ist leicht, wenn wir uns angucken, wer sind die Mitgliedsfirmen von LNI oder wer sind die, mit denen wir zusammenarbeiten im Bereich Digitalisierung, da ist das sehr, sehr leicht. Das sind dann welche DAX-Unternehmen oder Großunternehmen, da ist das leicht, die stellen genügend Personal ab. Ein kleines KMU sagt sich allerdings, ey,
Es dauert im Moment schon 3 Wochen, bis ein neuer Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse bekommt, weil unsere externe IT komplett überladen ist. Und da wird die Sache ein bisschen schwieriger. Und darum glaube ich immer, es ist wichtig, dass es vorgefertigte Lösungen gibt, die die Firmen einsetzen können. Dafür haben wir eben Mittelstandsdigital Projekte, wo man sagt, eigentlich ist das schon fertig. Wir empfehlen euch das, wir können das machen. Es ist keine Individualprogrammierung mehr. Und ich glaube, das brauchen wir. Nämlich andernfalls wird sich das wahrscheinlich nicht durchsetzen, es sei denn, es wird wieder erzwungen. Genau, richtig. Also sehe ich ganz genauso, das sind die kleinen Einstiegspunkte individuell für jedes Unternehmen, wie es gerade passt, die kleinen Einstiegspunkte, sich damit zu beschäftigen, mal auseinanderzusetzen. Und natürlich, was du auch gesagt hast, ganz, ganz wichtig, es muss letztendlich in der Masse ein standardisiertes Vorgehen geben. Und für dieses standardisierte Vorgehen daran arbeiten wir eben halt nicht nur in Form von dieser Verwaltungsschale, sondern letztendlich wirklich Standardisierungsgremien setzen sich damit schon lange auseinander, das will ich hier gar nicht aufs Tablett bringen, sondern letztendlich, das ist das, was ich auch mitbekommen habe, international, dass wir nicht alleine in Deutschland über so ein Metadatenmodell nachdenken, weil wir haben ja trotzdem noch internationale Lieferketten, sondern dass so ein Metadatenmodell durchaus auch interessant ist im Ausland. Auch die denken über die gleiche Richtung nach, packe da ein System oben drüber, was die Daten letztendlich abgreift. Und es ist erstaunlich, wie aufmerksam da tatsächlich auch aus dem Ausland, ohne dass ich das jetzt groß stressen will hier, aus dem Ausland heraus eben halt geschaut wird, was macht Deutschland dort mit dieser Verwaltungsschale oder Asset Administration Shell. Und Einstiegspunkte individuell, je Unternehmen, wo es da an der Stelle passt. Ich glaube, dass wir Wunderbar. Die Begrifflichkeiten auch ein bisschen einfacher machen müssen. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, Verwaltungsschale ist sehr sperrig, Metadaten ist dann irgendwie, wir haben uns vorhin über Marvel unterhalten, ich weiß nicht, warum mich Metadaten an Marvel erinnern, aber irgendwo in dem Bereich sind wir. Ja, ich verstehe es, hilft uns aber nicht. Ja. Wir müssen das flächendeckend haben. Und ich glaube, dadurch, dass es eben nur dann funktioniert, wenn es sich flächendeckend durchsetzt, muss es leicht sein. Der Eintritt muss niederschwellig sein. Und das hinzubekommen, ist, glaube ich, noch schwieriger als die technologische Lösung, die wirklich dahinter steckt. Absolut. Und ich glaube, daran muss wirklich gearbeitet werden. Da ist es aber tatsächlich so, das lösen nicht Ingenieure und Informatiker, sondern dafür braucht man dann wahrscheinlich auch noch eine andere Gruppe, die sagt, wie mache ich das jetzt greifbar und ausrollbar? Genau, genau. Und das sind tatsächlich auch die Anwender, die Geschäftsführer, die letztendlich nicht tief in der Technologie baden wollen, sondern die Anwendung und die Benutzung und die Benefits sehen wollen. Genau. Ja, vielen Dank. Also ich hatte ein paar mehr Fragen, sind jetzt alle gerade beantwortet mit deiner Antwort. Vielen Dank. Gibt es denn aus der Runde noch Fragen oder hast du Fragen an mich? Im Moment erstmal nicht. Gut, wunderbar. Es gibt eine Frage, ja. Nochmal? Ich glaube, wir müssen wegen des Online-Streams gleich die Frage wiederholen. Die Frage war gerade, wie schwer ist es, das zu implementieren? Wir sind genau an dieser Schwelle, da bin ich ganz, ganz ehrlich, wir sind genau an dieser Schwelle, dass wirklich gute Denker und Ingenieure sich dieses System entwickelt haben. Und wir setzen es gerade beispielsweise in der Demofabrik im Mittelstandszentrum digital um. Und das ist ein bisschen der Lackmustest, muss man ganz ehrlich sagen. Wie einfach kann man es denn tatsächlich implementieren? Da geben wir wahnsinnig viel Feedback an diese Entwickler zurück. Was brauchen wir dafür? Wo bedarf es eines einfachen Kochrezeptes beispielsweise? Wo bedarf es einer einfachen Anleitung? Die Docker-Container und so weiter müssen zueinander kompatibel sein. Es muss alles passen an der Stelle. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Es ist noch nicht Plug and Play, bin ich auch ganz ehrlich. Aber der Anspruch besteht, in der nächsten Zukunft das Thema so Plug and Play zu haben, dass man es wirklich sehr einfach umsetzen kann. Und eine kleine Anmerkung noch, es gibt sogar einige Systemintegratoren, die sich darauf schon spezialisiert haben, also die letztendlich nicht nur Systemintegration Plug and Play anbieten, sondern auch Services hinten dran dazu. Also das gibt es auch. Je nachdem, was man gerade braucht im Unternehmen. Okay? Da gibt es noch eine andere Frage. Ja. Nein, weil wir das ERP-System... Die Frage noch einmal wiederholen. Die Frage war was brauche ich, um das einzuführen? Ob da zum Beispiel ein ERP-System oder eine ERP-Implementierung vorher notwendig ist? Also wir setzen das System auf Ihre vorhandene Umgebung auf. Sie müssen kein zusätzliches ERP-System, MES-System oder irgend sowas installieren. Das Einzige, was eine Voraussetzung ist, wir brauchen Daten. Und die Daten müssen von Ihren Maschinen kommen.
Also da brauchen wir schon mal zumindest smarte Maschinen, die letztendlich Daten liefern können. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wenn wir die Daten haben, und Sie haben bestimmt, wenn Sie Daten haben, auch ein Kommunikationssystem in Ihrer Produktion, das können wir alles wunderbar anzapfen, können wir alles vernetzen. Und dann gibt es da drauf die Verwaltungsschale, in dem Fall in Deutschland, die Verwaltungsschale, das Metadatenmodell mit gewissen Templates, die letztendlich für Ihre Produktion die richtigen sein müssen, die werden dann ausgewählt. Sie brauchen einen Server, worauf das läuft, oder Sie nehmen den Server in der Cloud, je nachdem, wie Sie gerade in Ihrem System so unterwegs sind. Und das ist es letztendlich. Aber also die Frage ist genau richtig. Und wir haben das nämlich regelmäßig in den Besprechungen. Hm? Das funktioniert nur mit Daten. Und aus welchem System kommen die Daten? Das ist jetzt auf einmal wirklich dieser große Sprung. Es klingt für uns einfach, weil wir sagen, wir haben dort Templates, da werden die und die Daten eingetragen, aber woher kommen die Daten? Und das ist die große Herausforderung, vor der wir alle stehen. Es gibt bereits Firmen, die haben MES, die haben ERP-Systeme, die haben diese Daten. Wie nehmen wir aber die mit, die noch vor der Schwelle stehen, dass sie überhaupt erstmal die Daten bekommen müssen? Und das sind häufig so diese analogen Geschäftsführer, die sagen, da brauche ich nicht, das weiß ich. Ich weiß, wie lange die Maschine dafür braucht. Ich weiß, was für ein Werkzeug. Ich weiß, was für ein Kühlschmiermittel. Ich weiß das alles. Da haben wir ein Problem. Das weiß das System nämlich nicht. Und die Verwaltungsschale funktioniert nur auf Daten, datengetrieben auf Datenbasis. Und da müssen wir tatsächlich hin. Also es sind 2, 3 mehr Schritte, die dafür natürlich notwendig sind. Ne? So schön es auch ist. Anhand des Vorredners habe ich mir einfach mal da aufgeschrieben, das ist das Thema Datenslam. Nicht Poetry Slam, sondern Datenslam oder Produktionsslam. Also ohne Daten geht nichts, absolut richtig. Die brauchen wir natürlich, genau. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank auch in den Livestream, dass Sie eingeschaltet haben. Und heute noch einen richtig schönen TechTide-Tag. Dankeschön. Vielen Dankeschön an Anja Simon und Philipp Becker. Danke.